Frau Vorsteherin, werte Kolleginnen und Kollegen, Lösungen für die vielfältigen Problemlagen in unserer Stadt hat diese grün-rot-gelb-violette Koalition nicht auf Lager, dafür aber eimerweise Farbe, die sie auf Frankfurts Straßen verteilt. So wie der grüne Chefideologe und Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert, dem nichts Besseres einfällt, als durch immer mehr rot markierten Fahrradstraßen und Streifen unsere Stadt ins verkehrspolitische Chaos zu stürzen. Und jetzt hat man die Farbpalette erweitert, um mit großflächig aufgetragenen Pfeilen am Kaisersack die eigene Hilflosigkeit angesichts der katastrophalen Situation im Bahnhofsviertel zu kaschieren. Die in Frankfurt etablierte Bezeichnung Kaisersack übrigens genügt einer linksgrünen Blase wohl nicht mehr den Ansprüchen der Political Correctness. Jetzt soll es Kaisertor heißen. Dabei hat die Kaiserstraße als einstiger Prachtboulevard es nicht verdient, mit eimerweise Farbe verunstaltet zu werden, sodass man als Passant Gefahr läuft, dort Augenkrebs zu erleiden. Eine Facebook-Nutzerin fragt zu Recht, Zitat, will die Stadt zum buntesten Verkehrsdilemma werden, Zitat Ende. Was im Übrigen wieder einmal ein stichhaltiger Beweis dafür ist, dass es sich bei dem Begriff bunt nicht zwangsläufig um ein Qualitätskriterium handelt. Der Widersinn dieser bunten Pfeile wird deutlich, wenn man noch die Worte von Stefan Mayer, unseres grünen Gesundheitsdezernenten AD, im Ohr hat, der genau hier an dieser Stelle im Juli 2020 verkündete, dass das Elend im Bahnhofsviertel doch sichtbar bleiben müsse. Gilt das nur für die Frankfurter Bürgerinnen und Bürger und insbesondere für die Bewohner des Bahnhofsviertels, dass sie diese Zustände aushalten müssen? Nicht aber für Gäste, Touristen und Fans, die zur EM in die Stadt kommen und jetzt mittels bunter Pfeile am Höllenloch Bahnhofsviertel vorbeigelotst werden sollen? Hat dabei überhaupt jemand an die ohnehin schon schwer gebeutelten Gewerbetreibenden im Bahnhofsviertel gedacht, die darauf angewiesen sind, dass genau diese Besucher der EM zu ihnen kommen und dort Geld in die Kassen der Restaurants, Bars, Clubs und ja, auch der Laufhäuser bringen? Und sollen die Frankfurter Bürgerinnen und Bürger zukünftig bei der englischen SAN anrufen, um bei den politisch Verantwortlichen in unserer Stadt überhaupt Gehör zu finden? Oder sind es die Frankfurterinnen und Frankfurter den regierenden Parteien gar nicht wert, dass man deren Bedürfnisse dort ernst nimmt und sich dieser annimmt? Kurzum, die ganze Aktion zeigt nur allzu deutlich, wie hilflos und dilettantisch diese Koalition agiert. Immer mehr Menschen in unserer Stadt erkennen das, und das ist gut so. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.